boat that changed powerboat history in the United States in 1992 and broke all the records, called Apache Heritage. It was the first sit-down to drive deep V in the world. No one had ever thought it was possible. The reason why we did it is because there began to be deaths. Herr Klüh kenne ich auch schon seit Jahren, ist ein treuer Patient und eine außergewöhnliche Person. Er hat das erreicht, wovon viele träumen. Er ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Er ist sensibel und das ist aber das, was ein Sportler braucht. Ein Sportler muss nicht nur Härte haben, ein Sportler muss auch Sensibilität besitzen, um das Risiko einschätzen zu können. Roger Klüh hat das Ziel, einen Weltrekord aufzustellen zwischen USA und Kuba und hat dafür ein Boot gekauft, das Weltmeister war und das er mit der größten Technologie ausgestattet hat, um nochmals einen Rekord aufzustellen. Die Schwierigkeiten sind aufgetreten, dass man halt dieses Leuchtende da rauskriegt. Man muss mit Grundfarben arbeiten. The boat dominated the race just like it did in 1992. And so suddenly we had two back-to-back World Championships. Und es ist in der Tat so, dass der Rennsport, alleine Rennboote, mit die gefährlichste und auch die verschleißträchtigste Sportart ist. Zeugnis zur Teilnahme an Motorbootrennen, Zertifikat Medical. Der Rekord zwischen Key West und Havanna steht ja auch für eine völkerverbindende Brücke zwischen zwei Welten, die einerseits so nah und andererseits so schmerzlich weit entfernt sind, USA und Kuba. Und dann fertigen wir genau passende Sitze, die jeder Rennfahrer bei enormen Belastungen unterstützt. Ich habe geplant, von Key West nach Kuba zu fahren, um einen neuen Weltrekord aufzustellen. Das ist mein Ziel. Und davon gehe ich nicht ab. After 2 years and 7,000 man hours to create the piece in the way he wanted, it's called Apache Star today, and it's without a doubt the most valuable deep V in the United States. The boat is a complete success and ready for his use.